Ich stehe hier mit Ralf Pior, der gerade das Buch rausgebracht hat, Fußballtage im Westen, die Oberliga West von 1947 bis 1963 im Bild. Ralf, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Mammutwerk zu entwickeln? Naja, ein Mammutwerk ist es gar nicht. Die Idee ist ganz einfach gewesen. Es gab einen Nachlass eines Sportfotografen, Kurt Müller aus Gelsenkirchen. Und dieser Nachlass musste aufgearbeitet werden, also historisch aufgearbeitet werden. Und dann habe ich mich dem einfach angenommen und dort eben die Bilder durchgeguckt. Insgesamt über 100.000 Bilder. Die meisten hat man noch nicht gesehen. Einige sind damals in Sportzeitungen erschienen. Aber sie spiegeln natürlich eine Zeit wieder, von der es bisher nicht so viele Bilder gibt. Und es sind Bilder aus einer ganz anderen Fußballzeit. Deswegen auch Fußballtage im Westen. Damals war Fußball noch ganz anders, er war einfacher. Und das geben diese Bilder wieder. 100.000 Fotos, deshalb gerade die Anspielung auf Mammutwerk, 100.000 Fotos, das ist ja der Wahnsinn. Wie sichtet man sowas? Indem man viel Zeit hat, kein Liebesleben mehr, keine anderen Freunden und wirklich Tag und Nacht auf das Negative gewesen, also Negatives kennt und sich Negative anguckt, vom Negativ ausgeht. Es ist Riesenmaterial gewesen, leider sehr schlecht zwischengelagert, das heißt bei einigen Filmen kann man sich vor, wie in Tschernobyl, also es gab dermaßen chemikalische Ausdünstungen, dass mir die Haare ausgefallen sind. Vor dem Projekt hatte ich lange Haare und nach dem Projekt so kurze. Das liegt an den chemischen Ausdünstungen der Negative. Und ja, ist einfach tierisch viel Arbeit gewesen. Also auch Arbeit, die man für lau gemacht hat. Aber es hat sich gelohnt. Du bist Historiker. Entdeckt man auf den Fotos abseits des grünen Rasens Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht so bewusst zur Kenntnis genommen hatte? Natürlich. Ich meine, es ist ganz klar, man darf nicht diese damalige Fotografie mit der heutigen vergleichen. Heute hat man riesige Teleobjektive, das heißt, man hat dann also den linken Zeh eines, keines Ahnungs von Podolski oder so. Damals, das Spannende an den Fotos, was dann auch oft in der Produktion damals weggeschnitten wurde, was ich aber wieder rekonstruiert habe, ist das Drumherum. Das heißt, man sieht die Leute am Spielfeldrand, man sieht die Werbung, man sieht, wie die Flutlichtmasten entstanden sind, man sieht, wie die Trikots und Bälle sich verändern, man sieht, wie die Leute zum Fußballplatz gekommen sind. Nicht wie heute, damals sind die Leute zum Fußballplatz gegangen, wie sie in die Kirche gegangen sind, das heißt mit Schlips und Anzug. Und so standen sie dann um 3 Uhr immer noch da. Und genau diese ganze Szenerie, all dieses Kulturelle, was reinspielt in die 40er, 50er Jahre, natürlich überhaupt dieses Wirtschaftswunderland, das sieht man auf den Bildern ganz deutlich, gerade auch einer chronologischen Perspektive. Gibt es ein Lieblingsfoto, was du währenddessen entdeckt hast? Es gibt viele Lieblingsfotos. Es gibt ein Bild von Helmut Rahn, das ist dann wie so ein Gemälde von Rembrandt. Also der ganze Hintergrund verschwimmt und nur Helmut Rahn hat den Ball am Fuß, schwer wie eine Bleikugel und guckt wie so ein Indianer in die Ferne, um das Anspiel genau in den 16er zu bringen. Das ist ein wunderbares Bild. Aber es gibt einfach auch Bilder von Kindern, die jubeln oder von Leuten, die vollkommen enttäuscht sind. Also es gibt, glaube ich, mehr als ein Bild, was mir gefällt. Es ist einfach dieses Kolorit, es ist einfach das, was diese Bilder ausmacht. Ich glaube, man muss den Spieler nicht kennen, der da drauf ist. Sondern man muss einfach ein Herz für Fußball haben, um zu sehen, oh, das ist faszinierend, das ist irgendwie geil, das ist was anderes als diese ganze Oper heute. Das sind noch irgendwie andere Kerle, die da rumlaufen. Und das ganz Spannende, auch die Gesichter der Leute. Da sind 30-Jährige, die sehen aus wie 60, die also aus dem Krieg kommen. Und das sind schon alles so Bilder, wo man sagen muss, da muss man einfach nur ein Fußballherz für haben, und damit einem das faszinierend findet. Und ich hoffe, dass es Leute so gut finden. Du hast auch Interviews in deinem Buch drin, eins ist auch mit Jule Ludow, ja. Der soll gesagt haben, dass er prinzipiell keinen Alkohol getrunken hat, aber so ein Gläschen Rotwein ging immer. Spricht das für die Zeit von damals? Natürlich haben die Leute anders gelebt, ne? Und natürlich waren Fußballer auch schon damals das, was sie auch heute sind, ne? Sie haben mit Frauen rumgemacht, sie haben, solange sie Stars waren, hier mal ein Jule Ludow erzählt immer, ach, dann bin ich durch die Stadt gegangen und hier mal ein Küsschen und da mal ein Küsschen, ne? Und Ludow ist unbekannt geblieben, weil damals gab es keine Nationalmannschaft. Als er richtig gut war, 47, 48, 49, immer in der Torjägerliste ganz oben. Erkenschwick stand oben. Und der hatte dann einen Vertrag von Borussia Dortmund. Er ist mit Borussia Dortmund auch nach England geflogen. Damals gab es noch so Gastspieler. Und hat diesen Vertrag auch unterschriftsreif liegen gehabt. Er hätte das 10-fache verdient wie in Erkenschwick und ist doch in Erkenschwick geblieben. Und hat dann dazu heute noch gesagt, ich habe ihn interviewt, sagte er dann dazu,
in Dortmund wäre ich nur ein Arsch gewesen. Hier in Erkenschwick war ich König. Und natürlich, das ist also klar, es wurde gesoffen, es wurde Karten gespielt. Das waren natürlich noch sehr, sehr starke Männerwelten auch.